Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Berufsoptimierern, deinen Experten für die Themen Bewerbung, Beruf und Berufung. Mein Name ist Bastian Hughes. Und ich bin Katja Michalek und heute geht es darum, um dich und warum du immer wieder in alte Muster fällst. Ja, alte Muster, wer kennt das nicht? Mhm. Also, du willst abnehmen. Also ich kenne ganz viele, die wirklich gut abgenommen haben. Also Freundinnen von mir, die 10, 50 Kilo abgenommen haben. Und ein halbes Jahr später waren sie wieder genau da, wo sie vorher waren. Oder ich kenne das mit, du möchtest einen neuen Job haben. Ja, und vielleicht schaffst du es auch, dich zu bewerben auf einen neuen Job. Aber irgendwie ist im neuen Job alles genau so, wie es im vorherigen Job auch war. Ist die Arbeitswelt, ticken die alle gleich da draußen oder warum verändert sich nichts in meinem Leben? Oder die Leute, die in Meetings gehen, habe ich auch letztens noch drüber gesprochen, die Leute, die in Meetings gehen und sagen, oh, ich bin eigentlich immer so still und ich nehme mir fest vor, im nächsten Meeting mehr zu sagen. Und dann nehmen sie, in einem Meeting sagen sie mehr und ab dem zweiten Meeting sind sie wieder stumm wie ein Fisch. Kommen dann nicht raus. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, das sind alles, ich glaube, das sind alles Erfahrungen, die jeder von uns schon mal gemacht hat, oder? Also was es auch immer ist, ob es die Diät ist. Ich meine, zum überwiegenden Frauenzeitschriften ist, glaube ich, jede Ausgabe mit einer neuen Diät. Ja, also absolut. Das ist, glaube ich, so, dass davon leben. Ich glaube, der Grund ist, wir wollen eigentlich die Frauenzeitschriften unterstützen, weil die würden ja keine Exemplare mehr verkaufen, wenn die Diäten erfolgreich wären. Das heißt, wir machen das absichtlich, aus Mitleid. Das ist gut. aus der Güte unseres Herzens heraus. Ich meine, ich habe zum Glück toi, toi, toi. Das Thema nicht, aber genug da draußen, die wirklich sagen, oh, eine Diät nach der anderen und holla die Waldfee, gut, nächste Diät, nächste Zeit. Totale Selbstlosigkeit. Ja, absolut. Die unterstützen, ja, weil die verkaufen ja auch keine Zeitschriften mehr. Ja, wollte ich gerade sagen, es kann ja nicht sein, dass alles Internet, deswegen muss ja, nein, okay, anderes Thema. Wir schreiben ab. Aber, Katja, warum ist das denn so, ne? Ich will einen neuen Job und ich finde den auch, aber irgendwie ist wieder alles so wie vorher oder ich will abnehmen und schaffe das auch, aber dann bin ich doch wieder auf dem alten Gewicht. Was steckt dahinter? Hm. Hast du eine Idee? Also ich bin letztens über den Begriff der Psychokybernetik gestolpert. Uiuiui, ja. Jetzt wird es wissenschaftlich, liebe Damen und Herren. Achtung, und Stift und Papier raus. Psychokybernetik. Und zwar hat ein Maxwell Maltz, der Schönheitschirurg war, der hat in den 60ern ein Buch darüber geschrieben. Und der hat festgestellt, dass er, wenn er Menschen operiert hat, also die irgendwie im Gesicht sehr entstellt waren, sei es, weil die irgendwie eine grotesk große Nase hatten oder eine entstellende Narbe, und hat die operiert und hat das dann quasi wieder schön gemacht, was auch immer schön ist, also so die Variante von schön. Der hat festgestellt, dass bei manchen von denen auch wirklich ein Wandel des Selbstbildes damit einherging nach der Operation, dass sie sich dann auch schön fanden und schön fühlten, aber bei den allermeisten nicht. Ah, also dass sie sich dann doch, wenn sie in den Spiegel geschaut haben. Genau, obwohl sie sich doch trotzdem schlecht fühlten oder klein fühlten oder hässlich fühlten, obwohl sie objektiv betrachtet jetzt viel schöner waren. Mhm. Und der hat daraus eine Methode entwickelt, um durch positives Denken und Handeln das Leben erfolgreicher und glücklicher zu gestalten. Weil er sagt, wir haben ein Bild von uns selber und das ist unabhängig davon eigentlich, also es ist nicht direkt verknüpft mit dem, wie wir aussehen, aber dass das Bild, was wir von uns selber haben, egal was passiert und egal was wir tun, auch immer wieder... Oh, meine Ohren, da ist gerade eine E-Mail reingekommen, sorry. Dass wir... dass immer das Resultat immer mit dem übereinstimmt, wie das Bild von uns selber ist. Das heißt, wenn jemand sich selber für dick hält und immer schon dick gewesen ist, wird der Körper immer wieder darin zurückfallen, dieses Bild zu bestätigen. Und dadurch kommt man immer wieder auf das ursprüngliche Gewicht zurück. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Heizung. Wenn du eine Heizung auf 20 Grad eingestellt hast in der Wohnung, ja, und du reißt im Winter das Fenster auf, und da kommt 5 Grad kalte Luft rein. Da wird die Raumtemperatur sich ja absenken. Aber durch dieses Thermostat in der Heizung wird die Heizung so lange bollern, bis wieder die 20 Grad erreicht ist. Das heißt, wenn du das Fenster dann zumachst, arbeitet das Thermostat so lange, bis wieder diese ursprüngliche Temperatur erreicht ist. Ah, okay. Das heißt, und das ist die Idee von Kybernetik. Das heißt, wenn du ein Bild von dir hast und das Bild ist, ich bin ein stilles Mäuschen und sag in Meetings nichts,
dann wirst du auch früher oder später immer dein Unterbewusstsein immer dich zu Taten bringen, die genau dieses Resultat haben und wird genau das bestätigen. Das ist ja krass. Also ich glaube, dieses Beispiel auch gerade mit dieser Heizung, die immer wieder nachheizt, jetzt muss ich mal gerade nachdenken. Das heißt also, genau, ich bin ein stilles Mäuschen und nehme mir vor, mehr in Meetings zu sagen, auch weil mein Umfeld mir sagt, sie können ruhig ein bisschen mehr sagen in Meetings. Das übertrage ich jetzt mal gerade auf die Heizung. Ich sitze im Meeting, das Fenster wird aufgerissen, quasi ich spreche etwas, ich sage etwas im Meeting. Und mein Ziel ist es, also um ein Beispiel mit der Heizung, mein Ziel ist es, wenn man es aus Meeting überträgt, mein Ziel ist es, nicht 20 Grad in der Wohnung zu haben, sondern 17 Grad, weil alle mir sagen, 17 Grad ist besser. Ja, genau. So, und du gibst dir Mühe und machst und tust und versuchst auch zu tun, aber du wirst automatisch immer wieder auf diese 20 Grad zurückkommen. Ah. Durch das Bild, weil du selber im Kopf diese 20 Grad hast, das stille Mäuschen hast. Ah, okay. Das ist ja total spannend. Wir sprechen ja hier tatsächlich wirklich über so Gehirnsachen, ne? So eher so über das Thema, was passiert bei uns im Kopf. Das ist ja schon fast psychologisch. Das ist psychologisch. Psychokybernetik ist ein ich denke, das Wort Psycho drin. Ja. Nee, also wirklich, das ist, ich meine, wir Berufsoptimierer, wir haben uns, glaube ich, bisher noch gar nicht so weit auf das Thema Psychologie hinausgewagt. Ja, wir haben aber Glaubenssätze. Also im Prinzip geht es ja eigentlich um Glaubenssätze. Ja, genau, das hängt ja auch so ein bisschen zusammen. Es ist halt auch nochmal ein anderer Ansatz, um das ganze Prinzip zu erklären. Ja, das erinnert mich tatsächlich auch an ein Selbstexperiment zum einen, aber auch an an Klienten von mir. Ne? Die kommen in die Beratung. Und das hast du ja bestimmt auch schon erlebt. Die kommen in die Beratung, sind unzufrieden im Job und wollen einen neuen Job. So, und jetzt kannst du denen zeigen, wie sie einen neuen Job finden. So, so finden sie einen neuen Job, so schreiben sie ihre Bewerbung, bla bla. Und dann triffst du die nach einiger Zeit wieder und du hast denen auch erfolgreich geholfen, einen neuen Job zu kommen. Und du unterhältst dich mit denen und dann kommt sowas wie, ja, ich habe jetzt zwar mehr Gehalt, aber irgendwie ist doch alles genauso wie vorher. Ja, irgendwie mache ich schon wieder dieselben Aufgaben und so weiter. Und irgendwie habe ich auch wieder dieselben Schwierigkeiten und Konflikte und ich bin nach wie vor erst um 22 Uhr aus dem Büro raus. Und damit hängt das doch dann auch zusammen, richtig? Das heißt, was jetzt im Prinzip ja auch das Ziel dieser Podcast-Folge ist, ist, gut, wir wissen das jetzt, wir wissen, dass das so ist, aber ja, wie kann es denn jetzt ändern? Wie kommt man da raus? Wie kommt man da jetzt raus? Weil unsere Muster, wir fallen ja immer wieder ins alte Muster zurück. Ja, absolut. Und du hattest gerade das Wort positives Denken angesprochen. Da ist mir auch was aufgefallen in den letzten Jahren. Bei mir selber, aber auch bei anderen Menschen. Ihr kennt das bestimmt. Ihr beschäftigt euch damit, ihr wollt in der Partnerschaft euch besser verstehen. Und ihr nehmt euch vor, immer über alles zu sprechen. Aber sobald eine Störung reinkommt, also sprich ein Konflikt entsteht, seid ihr plötzlich wieder in alten Mustern und seid wieder bei Du-Botschaften und streitet euch und so weiter und so fort. Oder wenn du gestresst bist, genau, dann fällst du auch schnell in alte Muster. Genau. Das ist eigentlich, wenn du viel drumherum hast und ganz viele Sachen gleichzeitig, genau, dann fällst du dann wirklich genau in das, wie du es immer schon gemacht hast. Ja, richtig. Zurück. Und so, das ist der Notfall, das ist das Notfallprogramm. Genau, das was über Autopilot läuft im Prinzip. Genau, ne? Also das Muster, was du hast, ist im Prinzip der Autopilot. Ja. Also um es mit NLP-Brille zu sagen, positive Absicht dahinter ist, dass wir in einer gewissen Art schon reagieren können. Aber das Problem ist natürlich, dass dann sehr, sehr schwer ist, diese neuen Eigenschaften sich dann auch anzutrainieren. Ja, absolut, genau. Okay. Also was ich eine ganz coole Sache finde, ist, sich andere Leute anzuschauen und zu überlegen, okay, welche Eigenschaften mag ich denn an mir nicht? Welche Eigenschaften möchte ich abstellen? Und da könnte eine Eigenschaft sein, ich bin schüchtern und traue mich nicht, vor Menschen zu sprechen. So, das könnte ja im Meeting so dieses Beispiel sein. Dass der Grund, dass man nicht spricht, ist, ich bin schüchtern und traue mich nicht, vor Menschen zu sprechen. Eine gute Methode ist, sich jemanden zu suchen, ein Vorbild zu suchen, der das gut kann, also der genau diese Eigenschaft hat. Um es dann umzudrehen und zu sagen, ich möchte gerne mutig und selbstbewusst sein wie Tante Erna, die immer in Familienfeiern das Wort ergreift und tolle Reden schwingt. Und überhaupt egal, ob da 10 Leute da sind, ob da 100 Leute da sind. Also dass du dir gezielt Vorbilder suchst, die diese eine Eigenschaft haben und du sagst, du möchtest vielleicht effizient sein wie Onkel Otto. Gleichzeitig möchtest du witzig sein wie Nachbarin Bertha. Du möchtest mutig sein wie deine beste Freundin aus der Schule. Also, dass du nicht eine Person hast, wo du sagst, ich möchte genau so sein und alle Eigenschaften annimmst, sondern dass du einzelne Eigenschaften, die Vorbilder für einzelne Eigenschaften nimmst. Ich möchte mit Kindern umgehen, wie meine Schwester das kann.
Ja, das ist cool. Vor allem erstens, du suchst dir halt bewusst die Menschen aus, anstatt es also zu beneiden, nutzt du diesen Neid, drehst etwas Positives und sagst, okay, ich möchte das auch. Mhm. Und weil du diese Menschen ja in deinem näheren Umfeld hast, kannst du sie halt eben auch beobachten, wie eine Wissenschaftlerin oder so ein Wissenschaftler mit seinem Schreibblock und sagen, okay, also in Situationen, wo das passiert, handelt die so und so, das ist cool, das gucke ich mir ab, das übernehme ich für mich. Ja, genau. Also viel, ja, irgendwo auch viel bewusster da an die Sache ranzugehen. Ja, und das dann auch irgendwo zu studieren. Ne? Irgendwo zu studieren und dann sich vorzustellen, im nächsten Schritt dir vorzustellen, ich bin schon so. Mhm. Das heißt, ich bin mutig und selbstbewusst wie Tante Erna. Wie fühlt sich das an? Mhm. Was tue ich dann? Also dieses Bild von sich selber wirklich auch aufzuschreiben. Mhm. Sich aufzuschreiben in der Gegenwartsform. Ich bin mutig wie Tante Erna. Ich bin schlagfertig wie Onkel Otto. Ich kann gut mit Geld umgehen wie der Kollege XY. Ja. Und dann auch, also wirklich so ein Selbstbild von dir selber zu beschreiben, immer wieder. Und dann auch diese Eigenschaften vielleicht. Was hattest du, hattest die Idee mit diesem, mit dem Handy? Was war das denn? Ja, also das, bei mir war das ähnlich. Das kommt mir gerade total lustig. Ich hatte irgendwann mal einen Podcast gehört, da ging es halt auch um Psychokybernetik. Also es hieß nicht Psychokybernetik, es ist ein bisschen anders. Genau, und da habe ich mir so überlegt, okay, welche 5 Eigenschaften möchte ich gerne in meinem Leben haben? Und mir war eingefallen, dass es 5 Themen gab, die waren schon da, aber nicht besonders ausgeprägt. Und also ich nenne euch 3 jetzt in diesem Podcast, und zwar war es Selbstvertrauen, Eigenverantwortlichkeit und Gelassenheit. Das waren so die 3 von den 5, die mir sehr, sehr wichtig waren. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir die in eine Notiz geschrieben auf dem Handy oder ein Bild gemacht fürs Handy und habe das als Hintergrund gemacht und habe halt jedes Mal, wenn ich auf dem Handy gucke, habe ich diese Eigenschaften vor mir gehabt. Mhm. Und die Idee dazu hatte ich, weil es gibt einen Spruch im Marketing, der nennt sich, der funktioniert folgendermaßen, sagt den Menschen etwas oft genug, lang genug und mit genügend Überzeugungskraft und früher oder später werden sie es glauben. Und dadurch, dass ich das halt immer wieder gesehen habe, es immer wieder vor mir hatte, wurde es irgendwann ja, zur Normalität, dass ich diese Begrifflichkeiten immer gesehen habe. Und so habe ich nach und nach angefangen, nicht bewusst, mehr oder weniger unbewusst, diese Eigenschaften mir anzueignen. Und also jetzt mal ganz ehrlich, das waren deine Themen, die 3? Jetzt kamen noch 2 andere dazu. Okay, gut, aber finde ich total krass, weil wenn du das jetzt so sagst, hat das ja wirklich total einen Unterschied gemacht. Absolut. Also das hat ja wirklich einen Unterschied. Ich würde dich gar nicht als unselbstbewusst oder als, was war das, Eigenverantwortung? Eigenverantwortung, Gelassenheit. Also finde ich total krass, wie das, was das bewirkt hat. Durch dieses Aufschreiben, durch dieses sich vornehmen, diese Eigenschaften anzunehmen. Also ich sage immer zu meiner Freundin oder auch zu dir, habe ich das glaube ich auch schon mal gesagt, wenn du mich vor 2 oder 3 Jahren kennengelernt hättest, ja eher vor 3 Jahren kennengelernt hättest, ich glaube, wir hätten nicht wirklich miteinander gesprochen. Mhm. Ja. Total krass. Und zu meiner Freundin sage ich das auch ganz oft. Ich sage halt häufig, du, das ist für mich so ein Wunder, diese Erfahrungen zu machen, weil ich das so nicht kenne. Mhm. Ja. Viele von euch haben vielleicht auch das Thema Finanzen, ne, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Mhm. Das ist, Leute, das ist Mindset. Das hat nichts mit einer höheren Gehalt, mit einem höheren Gehalt zu tun oder sonst was. Das ist nur Kopfsache, ob ihr am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig habt oder nicht. Mhm. Und auch das war eine der Eigenschaften, die auf dem Zettel stand. Gut, ich habe es Reichtum genannt. Das ist dann immer so ein bisschen weit weg. So Reichtum, was stellen wir uns da noch davor? Ja, genau. Wie definierst du das auch? Ne? Genau, richtig. Aber für mich war es einfach nur erstmal der Schritt, wirklich zu sagen, ich möchte auf allen meinen Konten im grünen Bereich sein. Mhm. Und sich jeden Tag damit zu beschäftigen und zu merken, okay, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Wobei der Trick ist ja, zu denken, da bin ich schon. Ja, weil wenn du immer denkst, da möchte ich hin, dann bleibst du in diesem Zustand, ich möchte dahin. Und das heißt, du wirst nie dahin kommen. Ja, Moment. Da muss ich gegenhalten. Und zwar aus einem Grund. In dem Moment, wo du dir die Sachen aufschreibst, fängst du an, sie dir bewusst zu machen. Mhm. Und nach verändert sich wirklich was. Mhm. Du fängst an, anders mit den Dingen umzugehen. Du stellst dir ja vor, dass du so bist. Ja, und jetzt kommt mir gerade noch ein Beispiel. Du schreibst dir Gelassenheit auf, du sitzt im Meeting und du bist gerade innerlich, boah,
Und dann guckst du auf dein Handy und da steht da Gelassenheit und du denkst dann so, okay, wie würde jetzt Tante Erna, die immer so gelassen ist, mit dieser Situation umgehen? Da sind wir wieder bei deinem Beispiel. Das ist ja so ein bisschen dieser Satz, what would Jesus do? Genau. Ne? Ja, ich möchte so gelassen sein wie Jesus. What would Jesus do? Genau, okay. Richtig. Amen. Und ja, also um einfach euch wieder zurückzuholen hier in diese Podcast-Folge, falls ihr jetzt gerade da sitzt und so drüber nachdenkt, okay, was habe ich denn für Eigenschaften, die ich gerne haben möchte? Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Ich glaube, wichtig ist, dass ihr euch das bewusst macht. Ich habe das Ganze noch untermalt mit unserem Lieblingsthema, das Vision Board. Ich habe mir auf mein Vision Board wirklich die 5 Eigenschaften mit Bildern geklebt. Mhm. Und das ist auch der Tipp, den wir immer unseren Klienten geben. Ne? Also mach es dir wirklich, ja, Alexander Hartmann sagt immer, mach es unvermeidbar. Also dass es halt wirklich immer vor dir hast. Ja. Und dann kommen wir ganz schnell vom Positivdenken wirklich in Richtung positiv machen. Also, dass du das so machst. Und ich finde, es ist ganz stark, wenn du Menschen dir aussuchst, die diese Eigenschaften haben. Die Oma, ne, die Tante, der Onkel, der Arbeitskollege. Weil, und das ist das Tolle, wir Menschen sind ja alle gleich. Wir sind ja alle Menschen. Es gibt ja keine Über- und Untermenschen oder Menschen mit 3 Armen und 5 Beinen. Keine Ahnung. Was will ich damit sagen, mit diesem bekloppten Beispiel ist, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Absolut. Ja. Ja. Wenn die Tante Erna gelassen ist, dann kann ich mir doch einfach angucken, wo und wie und kann das für mich übertragen. Und wenn der Kollege mit seinem Geld umgehen kann, dann kann ich das auch, weil wir sind beide Menschen. Mhm. Und ich nehme mal an, wenn du jetzt diesen Podcast schon eine ganze Weile folgst, dass du auch ein gewisses Maß an Intelligenz besitzt und Cleverness. Ne? Deswegen kannst du das. Du kannst es schaffen, diese Eigenschaften der Anzeige. Absolut. Und es geht nicht von jetzt auf gleich. Und das, was Bastian beschrieben hat, dieses sich immer wieder diesen Satz nennen, das ist tatsächlich so. Also kannst den Geist, unseren Geist kannst du in 2 Teile teilen. Das eine ist das bewusste Denken. Und dann ist das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein spult das Programm ab, was wir immer schon kennen. Und du kannst das Unterbewusstsein nur steuern, indem du bewusst immer wieder das Gleiche denkst, und zwar das, was du denken möchtest. Und dann über die Zeit tröpfelt das ins Unterbewusstsein, aber es dauert. Ja. Aber du kannst das Unterbewusstsein tatsächlich durch das bewusste Denken umprogrammieren in die Richtung, wie du es gerne haben möchtest. Und das ist halt auch die Idee dahinter. Genau. Und wenn ihr jetzt schon so weit seid und sagt, ja, Katja, was denn jetzt? Kein Quatsch, das kenne ich doch alles. Hier kommt die Challenge für dich. In Momenten, wo du gestresst bist oder wo sich etwas anbahnt, Konflikt, schaffst du es da, einen Schritt zurückzugehen, dich an deine Eigenschaften zu erinnern und dann so zu reagieren, wie du reagieren möchtest? Oder bist du schon wieder fremdbestimmt, bam, bist wieder in diesem Muster, in dem Konflikt, in dem Streit, in dem Stress? Weil wenn du das dir schon bewusst machen kannst, dann bist du wirklich auf einem hohen Level unterwegs. Mhm. Wenn du aber immer wieder bei Situationen, die nicht so schön sind, ins alte Muster zurückfällst, dann darfst du noch ein bisschen mehr arbeiten. Und es gibt einen Unterschied zwischen Kennen und Können. Genau. Weil wir wissen eigentlich alle, wie es geht. Ja, richtig. Wir wissen eigentlich alle, was wir tun müssen. Ja. Aber tun wir es wirklich? Ja, genau. Und das ist so ein bisschen das. Und vielleicht ist das jetzt nochmal ein Anstupser, auch wenn du sagst, ach, da war jetzt nicht viel Neues dabei, weil eigentlich habe ich mich mit dem Thema schon befasst, auch Unterbewusstsein. Und ich habe es jetzt vielleicht nicht unter dem Begriff Psychokybernetik gelernt, aber manchmal muss ja mal ein Anstupser von hier und ein Anstupser von da kommen. Und vielleicht ist diese Methode des Aufschreibens, das bewusst die Eigenschaften aufschreiben, die du gerne hättest, um zu schauen, wer hat die denn in meinem Umfeld? Und dann aufzuschreiben, gelassen wie Tante Erna, mutig wie Onkel Otto, um da ein Bild von dir selber zu schaffen und dir vorzustellen, wie du denn bist, was du für ein Mensch bist, wenn du gelassen wie Tante Erna und mutig wie Onkel Otto bist, wie dann dein Leben aussieht. Und nimm dir noch Folgendes mit rein. Du bist ja keine Insel. Ne? Du machst jetzt diese Eigenschaften und du auf deiner kleinen Insel mit deinen Eigenschaften. Ne? Du hast ja Menschen um dich. Stell dir mal vor, die eine Eigenschaft ist eine Palme. Da muss der Strand. Genau. Du hast ja jeden Tag mit Menschen zu tun. Und mit den Menschen, mit denen du am häufigsten zu tun hast, überleg dir doch auch einfach mal, um das für dich ein bisschen zu festigen, wie würde mein Partner reagieren, wenn ich diese neue Eigenschaft habe, oder meine Partnerin, je nachdem, wer gerade zuhört. Wie würde mein engster Arbeitskollege, meine engste Arbeitskollegin reagieren, wenn die plötzlich das an mir feststellen? Was würde mein Chef sagen?
was würde meine Familie sagen? Wie würden die auf diese Sache reagieren? Und in den meisten Fällen ist das Ergebnis ein positives. Wenn du diese Eigenschaften hast, dann würde zum Beispiel deine Tante sagen, ach toll, dass du mit dieser Situation so entspannt umgehst. Oder dein Chef würde sagen, hier, ich habe ihnen diese Aufgabe übertragen, weil sie so tatkräftig in der letzten Zeit mitgearbeitet haben. Stell dir einfach vor, wie auch dein Umfeld auf diese Situation, auf diese neuen Eigenschaften reagiert. Mhm. Was würde jede einzelne Person sagen? Was ist denn, wenn du dir das vorstellst und du weißt genau, wenn ich diese Eigenschaft habe, die ich gerne hätte, da wird mein Umfeld aber nicht gut mit klarkommen, weil die alle anders sind. Ja, dann hast du aber eigentlich schon für dich die Antwort gefunden, ob du dieses Umfeld überhaupt noch willst. Mhm. Weil du möchtest dich ja verändern. Ja? Und wenn ich habe aktuell einen Fall, oh Gott, das klingt als wäre ich Arzt. Ich habe aktuell eine Situation, da ist jemand ganz krass in der Veränderung und der Partner torpediert das die ganze Zeit. Also die Person möchte gerne meditieren und er stupst sie die ganze Zeit an und nervt sie halt. Ja, solche Sachen. Wow. Und er findet das auch alles komisch und positiv denken und alles nur Quatsch. Aber ganz tief in sich drin weiß die Person schon, dass wenn der Mensch das nicht duldet oder nicht toleriert, weil die müssen nicht alles machen, was ihr macht, aber sie können es zumindest respektieren, weil ihr respektiert sie ja auch. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Partnerschaften reingebracht. Aber wenn das die Person wirklich, wenn die sich so dagegen sträubt, dann ist halt die Frage, ist das überhaupt noch der gemeinsame Weg? Mhm. Ja, ja, und absolut. Das ist ja doch eine andere Geschichte. Aber gut, also stellt euch wirklich, ne, auch die Menschen, die euch sagen, hey, du kannst ruhig ein bisschen mutiger sein und so. Was würde jetzt der Chef oder die Kollegin oder die beste Freundin sagen, die dir immer sagt, du kannst ruhig ein bisschen mutiger sein? Wie würde die jetzt darauf reagieren? Ja, fang an, es umzusetzen. Ne? Genau. Das Buch, ich habe mal nachgeschaut, es scheint im Deutschen vergriffen zu sein. Das heißt nämlich, Erfolg kommt nicht von ungefähr. Ah. Und die Titel finde ich eigentlich ganz cool, weil es ist ja nicht Glück, sondern es ist ja, du kannst es ja beeinflussen. Und du kannst deine Eigenschaften selber steuern. Nicht so, wie du jetzt bist, musst du notgedrungen auch bleiben, wenn du es nicht möchtest. Ja, und schätzen wir das doch mal wert, was du jetzt bist oder wer du jetzt bist, weil das hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst. Wenn du jetzt aber was anderes möchtest, gibt es dieses wunderbare Zitat, what got you here won't bring you there. Mhm. Ja, also wenn du jetzt was anderes willst, dann musst du was anders machen. Mhm. Und dann brauchst du vielleicht andere Eigenschaften, um wirklich auf das nächste Level zu kommen. Mhm. Genau. Gut, sehr schön. Psychokybernetik. Dr. Maxwell Maltz war das übrigens, der schöne Chirurg. Der ist schon 1975 gestorben. Es ist schon tatsächlich ein alter Aspekt. Ich finde das sehr spannend, dass manche Dinge schon so alt sind, aber doch so aktuell. Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir uns eigentlich in den letzten 500 Jahren nicht wirklich verändert haben, psychologisch. Mhm. Es haben sich ein paar Rollen verändert bei uns Menschen und wie wir an Dinge rangehen. Aber grundsätzlich so die Dinge, die so uns jeden Tag so durch den Kopf gehen. Das Programm, was abläuft, ist halt. Genau. Ja. Mhm. Die Ängste, die wir haben, die Unsicherheit, ich glaube, haben sich in den letzten 500 Jahren nicht verändert. Ich glaube, noch länger. Noch länger, ja. Und das ist so 1500. Ja, genau. Genau so ist es. Ja, wunderbar. Dann nehmt das doch mal mit in euren Tag. Genau. Und denk mal drüber nach, welche Eigenschaften magst du denn nicht an dir? Welche würdest du gerne verändern? Und wer hat die denn, diese Eigenschaften? Vielleicht in deinem direkten Umkreis, vielleicht in der Familie, vielleicht im Freundeskreis, vielleicht im Kollegium. Vielleicht gibt es auch irgendwelche berühmten Persönlichkeiten, wo du eine Biografie drüber gelesen hast, denkst, ach, wie cool. So möchte ich auch sein. Und selbstverständlich musst du niemanden kopieren, aber eine Eigenschaft. Ja. Und dann entsprechend deine eigene Version von dir selber schaffen. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, boah, der könnte das echt mal gebrauchen. Diese Eigenschaften, sich mit diesem Eigenschaftenthema wirklich mal zu beschäftigen, dem möchtest du einfach unbedingt helfen, weil du einfach merkst, okay, krass, die steht sich immer selbst im Weg, diese Person. Dann mach doch einfach Folgendes. Teile doch einfach mal diese Podcast-Folge, schick sie per WhatsApp oder Facebook Messenger und sag hier, ich musste an dich denken, als ich diese Folge gemacht habe. Und dann vielleicht noch ein Herzchen dahinter, damit die Person nicht denkt, okay, was will die jetzt von mir? Genau. Aber einfach, ja. Ja, genau, in dem Sinne. In dem Sinne. Lassen wir dich jetzt mal in den Tag starten. Wünschen dir einen wunderschönen Mittwoch.
Und, oder wann auch immer du diese Podcast-Folge gerade hörst. Genau. Und freuen uns aufs nächste Mal. Genau, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.